Was auch passiert ist am Dienstag, Luftlinie ca. 2,5 Kilometer entfernt von der Stadthalle Richtung Stadteinwärts, Heldenplatz. Da hat es eine Klimakonferenz gegeben. Gastgeber war Arnold Schwarzenegger und am Abend hat es ein großes Konzert gegeben. Unter anderem aufgetreten sind Hubert von Geusern gemeinsam mit Conchita. Sie haben Herz ist nett gesungen. Und die beiden hatten wir auch gemeinsam im Interview. Klimaschutz ist euch ja offensichtlich sehr wichtig. Was macht ihr persönlich denn für den Klimaschutz? Ich mache selber Strom mit Solarzellen auf dem Dach vom Studio. Habe ich, glaube ich, 60 Quadratmeter Paneele und das ist schon ziemlich viel. Und habe mir vor 2 Jahren Elektroauto gekauft. Also das ist nur elektrisch fort. Und das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Du trägst ja auch immer saucoole Kleidung. Ist es da nicht auch schwierig, darauf zu schauen, dass es auch immer nachhaltig ist? Zum Beispiel bei deinem Projekt Wurst trägst du so einen Latex-Anzug. Ja. Der wird wahrscheinlich nicht aus Bio sein, oder? Bio-Latex. Der ist nicht Bio, aber ich hau ihn auch nicht weg. Also das ist ja nicht so, dass das einmal getragen wird und dann... Also tragen mehrere Leute, oder wie? Ja. Ah, okay. Manchmal riecht man das auch. Okay. Weil da muss man durch. Okay. Wird Klimaschutz eigentlich auch ein Thema sein in zukünftigen Songs von euch zum Beispiel? Das kann natürlich sein, dass es dann thematisch auch in diese Richtung geht. Aber ich finde es immer ganz schwierig, kreativ zu sein mit am Vorsatz. Mhm. Weißt du, was man? Das ist echt was Heikles. Also Musik ist so groß und die Kraft der Musik ist so groß. Sie darf sich nicht zum Diener machen, weder einer politischen Botschaft noch sonst irgendwas, dann das verkleinert das alles. Jetzt wollte ich noch fragen, neue Musik von Hubert von Geusern. Ich habe gehört, dass für 2020 schon große Hallen gebucht sind für Österreich und Deutschland. Kommt neue Musik von dir? Ich habe jetzt angefangen zum Komponieren. Ich gehe davon aus, dass ich in einem Jahr das Programm fertig habe und im Herbst 20 gehen wir dann auf Tour. Vielen Dank, ihr zwei. Viel Spaß heute. Und danke, dass ihr euch da so engagiert und mitmacht.